Hallo Modellbahn, Freunde und auch Elektronikfreunde. Ich habe hier mal ein Projekt, ja, wobei es ist gar kein richtiges Projekt, sondern einfach nur so ein Demoaufbau für eine Kehrschleife für eine Modellbahn. Man sieht, ich habe das hier mal aufgebaut. Das ist jetzt hier in dem Fall Spur N. Das Gleissystem ist hier von Arnold in dem Fall. Und für Demozwecke soll ich also hier mal die Steuerung dazu bauen, beziehungsweise das so machen, dass also hier eine Lok reinfährt und dann hier in der Kehrschleife wieder zurückfährt. Und jeder, der sich mit Modellbahnen ja befasst, kennt das Thema ja. In dem Moment, wo man hier so eine Konstellation hat, wo man im Kreis fährt und dann hier über eine Weiche zurückfährt, dann hat man normalerweise einen Kurzschluss. Deswegen sind hier an dieser Seite auch Isolierschienenverbinder angebracht worden, sodass also dieser ganze Kreis hier isoliert ist von dem Teil. Und jetzt ist die Frage, wie kann man so eine Kehrschleifenschaltung gestalten? Ich will das so einfach wie möglich versuchen. Das heißt auch ohne Mikrocontroller oder irgendwie sowas, sondern relativ einfach. Wie gesagt, das ist nur für Demozwecke gedacht. Und das Problem, was man ja hat, ist, man muss erkennen, dass hier ein Zug reinfährt oder beziehungsweise rausfährt. Entsprechend muss die Weiche geschaltet werden, beziehungsweise dann die Polarität umgekehrt werden. Dazu gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt also hier noch irgendwelche Schienenabschnitte trennen, um zu erkennen, dass da ein Zug drauf ist. Das will ich aber nicht machen, sondern ich will hier in dem Fall solche Infrarotsendeempfänger Module sozusagen nehmen, die ich dann unter der Schiene montiere. Also ich zeige das mal ganz kurz. So dachte ich das zumindest, dass es vielleicht gut funktionieren könnte. Also ich würde dann hier unterhalb der Schiene das so montieren und in dem Moment, wo jetzt hier eine Lok rüberfährt, dann erkennt er, dass dort eben eine Lok ist oder ein Zug. Dann wird ein Flipflop ausgelöst, der dann die Weiche entsprechend schaltet. Und ja, so habe ich mir das gedacht. Das ist eine Möglichkeit sicherlich von vielen, aber wie gesagt, das ist nur für Demozwecke. Bevor ich das hier fertig aufbaue, werde ich allerdings hier diese Platte noch mit einem grünen Rasen versehen. Das heißt, ich werde das alles wieder abmachen und dann erstmal einen grünen Rasen draufkleben und dann die Schienen wieder rauf und dann geht es an die Elektronik. Und bei der Elektronik will ich dann natürlich gleich mal kurz zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe da schon was auf dem Steckbrett aufgebaut und dann hoffe ich das natürlich, dass das funktioniert. So sieht hier im Moment das Steckbrett auf, was da drauf ist und wie das funktioniert. Darauf will ich mal gleich zu sprechen kommen. Ich möchte zunächst mal zeigen, wie jetzt hier diese Kehrschleife funktioniert. Der Aufbau ist relativ unübersichtlich. Ich habe das alles erstmal so wild verdrahtet, provisorisch hier festgeklebt alles. Man sieht hier die Lichtschranken. Ich habe die erstmal hier an der Seite ran gemacht von der Schiene. Und später wird sie dann, wie gesagt, innerhalb der Schiene eingebaut werden. Hier ist die andere Seite. Und wie das jetzt genau funktioniert, das will ich einfach mal kurz hier zeigen mit einer Lok, die hier einfach mal durchfährt. Auf der linken Seite sieht man jetzt hier die Lok. Und ich kann hier mit den beiden Tastern die Weiche umstellen. Ich kann aber auch mit den Lichtschranken hier die Weiche umstellen. Einmal hier und einmal hier. Das heißt, in dem Moment, wo die Lok hier vorbeifährt, wird die Weiche entsprechend umgestellt. Ich lasse die Lok jetzt mal hier reinfahren. Die fährt jetzt hier in den abgebogenen Teil der Weiche. Dazu drücke ich mal hier ein bisschen auf. Man sieht, es passiert erstmal nichts weiter. Fährt einmal hier rum. Und jetzt löst er gleich die zweite Lichtschranke aus. Die Weiche wird gestellt und der Zug kann rausfahren. Ich kann hier nicht weiterfahren hier, weil hier ist das Board oder das Brett hier zu Ende. Ich muss dann direkt mal umdrehen. Also hier ist das Brett zu Ende. Da kann ich also nicht weiterfahren. Das ist also ein bisschen friemelig. Und ja, so funktioniert es erstmal. So, wenn ich jetzt wieder zurückfahre hier, naja, dann fährt es eben da durch. Und man sieht jetzt auch an den Leuchtdioden, dass es gleich auslöst, die andere Lichtschranke. Damit wird die Weiche gestellt und es wird auf der Seite umgepolt. Und dann kann ich bis hier hinfahren. Und es ist auch praktisch egal, wo ich hier lang fahre, ob da lang oder in die andere Richtung. Dann werden entsprechend einfach nur über die Lichtschranken wird die Weiche gestellt und wird umgepolt. Also spielt jetzt auch gar keine Rolle. Ich kann jetzt hier wieder so
das Stellen und Zurückfahren. Und dann würde er also die Weiche wieder stellen. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Jetzt werde ich mal ein bisschen auf den Schaltungsteil zurückkommen und ein bisschen erläutern, was da drin ist. Hier mal kurz die Skizze zu der Kehrschleifenschaltung. Also hier unten habe ich erstmal so ein bisschen die Verdrahtung gezeichnet. Also man hat hier rechts hier den Fahrtrafo, dann habe ich hier den Wechselspannungstrafo, also für die Zubehörsachen wie Weichen und so weiter. Dann habe ich noch einen Brückengleichrichter. Das ist der hier unten links, hier an der Stelle. Der versorgt dann oben die Elektronik, die kommt gleich noch. Dann habe ich natürlich einen Weichenantrieb. Der wird hier in dem Fall allerdings nicht mit 20 Volt betrieben, sondern mit Wechselspannung. Also direkt aus dem Wechselspannungstrafo, und zwar über das Relais. Und ich habe hier nochmal verbunden mit dem Relais hier die Schienen, bzw. diesen Wechsler, der die Polung also vornimmt, die Umpolung. Ich habe hier die beiden Lichtschranken jetzt im Moment so eingezeichnet. Und die Schaltung jetzt für die Lichtschranken sieht sehr trivial aus. Ich habe eigentlich nur einen RS-Flip-Flop mit NAND-Guttern realisiert. Ich kann also hier das NAND-Gutter mit diesen beiden Tastern triggern. Dann wird dann eben hier das Relais ein- oder ausgeschaltet. Ich habe die beiden Leuchtdioden drin, die auf dem Steckbrett noch zu sehen sind. Und hier links ist der Teil mit den Sender- und Empfängermodulen. Da ist jeweils hier die Infrarot-Leuchtdiode mit einem Vorwiderstand von 220 Ohm drin. Und die Fotodiode in Sperrrichtung mit einem 100 Kilo Ohm. Sodass, wenn die hier überbrückt werden, praktisch optisch, dann wird hier ein Low-Puls ausgegeben, sodass das Flip-Flop dann umschaltet. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich will noch mal ganz kurz den Aufbau denn hier im Detail noch mal zeigen. Dazu mache ich mal die Kamera ab. Es wackelt ein bisschen eventuell. Und hier ist jetzt der Aufbau zu sehen. Also ich habe hier so einen Pico-Trafo, so einen alten mit Gleisanschluss und Zubehöranschluss. Zubehörwechselspannung geht hier an den Brückengleichrichter, dann geht er hier an den Siebelko nochmal. Für die 5 Volt, die ich für die Logik verwende, habe ich hier so ein Modul genommen, auf 5 Volt eingestellt. Hier sind die beiden Taster für das Flip-Flop, also für die Weiche letztendlich. Hier sind die beiden Leuchtdioden, hier ist das HCT00, das Gatter, wo ich dieses Flip-Flop realisiert habe. Transistor und ein Relais, in dem Fall ist es hier so ein Omron 6G6A-434. Das hatte ich irgendwie noch rumzuliegen, und das Interessante bei dem Relais ist, es hat viermal um. Also ich brauche jetzt nicht ein zweites Relais für irgendwas, und also habe ich das einfach genommen. So sieht das jetzt erstmal aus. Jetzt werde ich hier sind nochmal die Lichtschranken zu sehen, oder diese kleinen Module hier. Man sieht die eben hier erstmal so festgeklebt, und wie gesagt, die kommen dann hier in dem Fall hier einfach dazwischen. Da werde ich eine Schwelle mal rausknipsen und dann kommt die da rein. Da werde ich auch nochmal eine Leuchtdiode reinsetzen, hier vom Steckbrett, damit man dann sieht, auf welchem Zweig er gerade sich befindet, und werde dann das dann sozusagen noch schön machen. Das heißt, da kommt, wie gesagt, noch ein grüner Rasen drauf, sodass es dann einigermaßen vernünftig aussieht und dann gezeigt werden kann. Die Schaltung an sich hier, also mit dem Brückengleichrichter und diesem 5-Volt-Regler, werde ich natürlich auch nicht so lassen. Die kommt in so ein kleines Modulgehäuse, so ein Kunststoffgehäuse, sodass ich dieses dann unter der Platte montiere, sodass man die Verdrahtung natürlich auch nicht sieht. Ich habe jetzt auf der Grundplatte hier mal den Verlauf der Schiene nachgezeichnet, also für die gesamte Kehrschleife. Ich habe hier dann zwei Löcher gebohrt, dort kommen die Sensoren durch. Also die Lichtschranken. Ich habe hier auch die Schiene schon mal vorbereitet. Also einmal hier und auch hier das Flexgleis, was noch gebogen werden muss, ein Stück. Das kommt dann also genau dahin. Dann habe ich hier drei Markierungen bzw. Stifte. Dort war die Weiche angenagelt, und ich habe jetzt hier Stifte drin, sodass ich dann, wenn ich hier also so ein Stück Rasen draufklebe, hier, dann drücke ich das einfach durch und dann kommen die Stifte raus und dann weiß ich genau, wo die Weiche hinkommt. Jetzt werde ich also den Rasen aufkleben. Danach werde ich sicherlich auch so ein kleines Gleisbett dort ja raufkleben oder so, und dann kommen die Schienen und die Weiche dran, sodass dann erstmal
das von den Schienen hier verlegt wurde. Und danach werde ich dann die ganze Sache verdrahten. Der Rasen liegt jetzt drauf und man sieht, ich habe jetzt an dieser Stelle hier mal getestet, ob diese Lichtschrankenmodule da reinpassen, und man sieht, es passt eigentlich ganz gut. Man sieht es auch kaum. Und ich habe das so gemacht, dass ich dieses Modul hier auf eine Leiterplatte löte, also auf eine Lochrasterplatine, so in etwa, und dann von unten die Leiterplatte hier gleich festschraube, sodass das dann auch wirklich fest ist an der Stelle hier, wo es sein soll. Hier ist es noch nicht gemacht. Also ich werde jetzt erstmal die Lichtschrankmodule vorbereiten, da anschrauben von unten, und dann werde ich mich an die Elektronik machen. Wie man sieht, habe ich jetzt hier die beiden Lichtschrankenmodule auf eine Leiterplatte gelötet und entsprechend auch schon die Widerstände dort angelötet. Man sieht auch, die Infrarotleuchtdiode leuchtet, also bei beiden, sodass das jetzt hier auf der Leiterplatte ist. Und rot ist plus 5 Volt, blau ist dann eben Ground und violett ist jetzt das Signal. Und das will ich jetzt zunächst einmal mit dem Oszilloskop nachmessen, bevor ich jetzt die dann hier anschraube. Lichtschrankenmodul ist eingeschaltet. Ich habe das Oszilloskop jetzt am Ausgang dran, und wenn ich jetzt hier mit der Hand davor gehe, so ein bisschen, dann sieht man eben, er gibt ein Signal aus, ein ganz gutes eigentlich auch schon, was man dann gut für die Digitalelektronik verwenden kann. Hier sieht man jetzt die angeschraubten Module. Ich habe ja die hier gleich miteinander verbunden, weil die ja mit 5 Volt beide betrieben werden. Hier sind die beiden Signale, die gehen dann zu der Steuerlogik. Und ja, das ist auch das nächste, was ich machen werde. Ich werde auf einer Lochrasterplatine die aufbauen, in ein Gehäuse einbauen und dann auch hier unten auf der Platte verschrauben. So sieht jetzt hier die Steuerung aus. Also ich habe hier dieses Modul mit den für die 5 Volt hier mit reingebracht, einen Brückenleuchtrichter, dann habe ich hier das große Relais und hier ist dann das RS-Flipflop. Das kommt jetzt hier alles in dieses Gehäuse rein, und das wird dann zugemacht, so, sodass das jetzt dann auch unter der Platte verschraubt werden kann. So, das Modul habe ich jetzt hier mal aufgeschraubt und auch schon angeschlossen, und ich werde jetzt den ersten Funktionstest machen. Also hier eine Wechselspannung anlegen und dann schauen, ob die Weichen sich umstellen, wenn die Lichtschranken ausgelöst werden. Wie man sieht, leuchten die Infrarotleuchtdioden. Und wenn ich jetzt hier mal rüber gehe, dann hört man und sieht man auch, dass die Weiche sich umstellt. Also in dem Moment, wo hier ein Zug rüberfährt, stellt sich die Weiche dann in die hoffentlich richtige Richtung. Wenn es noch nicht der Fall ist wie hier, also hier scheint da falsch rum auszulösen. Wenn ich hier rüber gehe, geht er in den Bogen, muss ich die einfach nur tauschen, also die Anschlüsse von den Modulen natürlich. Und das werde ich jetzt noch tun. Die Lichtschranken habe ich jetzt richtig angeschlossen, sodass die Weiche auch wieder richtig schaltet, sodass ich jetzt nochmal einen Funktionstest hier mit der Lok machen möchte. Ich fahre mal hier in diese Richtung und man sieht, die Weiche schaltet richtig, die Lok fährt natürlich, und jetzt auf dem Rückweg haben wir genau das Gleiche hier probieren. Sollte eigentlich sicher nichts geändert haben. Weiche schaltet auch und die Lok fährt also weiter. Was ich jetzt gerne noch aufbauen möchte, ist so ein kleines Stellpult. Also hier gibt es ja eigentlich nur, aber ist ja nur die Weiche zu stellen. Aber trotzdem möchte ich so ein kleines Stellpult hier noch so irgendwie raufbringen, lose. Und da zeige ich mal, was ich da schon vorbereitet habe. Für das Stellpult habe ich hier so eine Kunststoffplatte genommen, die ist leider ein bisschen sehr dünn, deswegen ist es alles ein bisschen wappelig. Das heißt, ich muss es hier noch irgendwie unterstützen. Aber ich kann hier zumindest dann die Weiche stellen und hier mit dem Hauptschalter alles einschalten. Und ich möchte das einfach nur dazulegen, beziehungsweise dass man das dann auch mit dem Kabel natürlich verbindet, dann nach unten unter die Platte zu der Steuerung. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier mir nochmal ein Steuerkabel irgendwie suchen, und dann wird das Stellpult dann auch unten an die Steuerung angeschlossen. Das Stellpult habe ich jetzt hier angeschlossen, hier über dieses graue Kabel, auch hier dann an die entsprechenden
Klemmen von der Steuereinheit. Ich drehe mal das um. Sieht ein bisschen unübersichtlich aus, aber es ist auch provisorisch, aber es reicht erstmal so. Und jetzt drehe ich gleich nochmal die Platte um und mache nochmal eine Probefahrt. So, Stellpult ist dran. Ich kann jetzt hier mit den Tastern die Weiche entsprechend umstellen. Ich kann hier komplett alles ausschalten und auch wieder einschalten. Und jetzt werde ich mal kurz mal die Lok fahren. Das sollte eigentlich funktionieren. Es hat sich eigentlich nichts geändert weiter. Ich stelle jetzt also hier gleich die Weiche. Muss hier halten, dass die Lok nicht runterfällt. Dann fährt sie zurück. Und dann sollte sie auch wieder umstellen, die Weiche. Und jetzt sieht man auch hier anhand der Leuchtdiodenbogen, in welcher Richtung die Weiche jetzt geschaltet wurde. Ja, das war dann doch so ein kleineres Projekt hier, ein Wochenendprojekt zum Thema Modellbahnkehrschleife. Vielleicht nochmal ein Hinweis dazu, diese Schaltung, die ich hier aufgebaut habe mit dem Flipflop, die funktioniert nur, wenn der Antrieb hier von der Weiche eine Endabschaltung hat. Also sehr alte Antriebe haben sowas eventuell nicht, da geht die Weiche kaputt, weil die sonst dauerbestromt würde. Und das zweite ist, im Moment ist es so, dass die Kehrschleife an sich mit dem Trafo gespeist wird. Also hier findet die Speisung statt und nicht hier. Wenn man das jetzt außerhalb der Kehrschleife speisen würde, würde es nicht funktionieren. Die Lok würde also innerhalb der Kehrschleife hin und her fahren. Da müsste man also das Relais dann anders anschließen. Ja, das war's mal hier zu diesem Thema. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.